Leute, mein Name ist SimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt, denn das Thema steht jetzt seit locker ein oder zwei Jahren, glaube ich schon, bei uns immer in den Top-Kommentaren drin, nämlich erkenne den Piloten, Freunde. Das heißt, von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die gleich reinkommen werden, werden alle behaupten, Piloten zu sein, beziehungsweise die Definition heute für Pilot ist, dass sie die Pilotenausbildung auf jeden Fall gemacht haben. Ne, da steckt ja schon einiges hinter, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die heutige Folge. Und ja, an der Stelle auch, Freunde, denkt dran, ich sehe immer noch Leute, die die Videos schauen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen, ich vergesse es auch voll oft zu erwähnen. Deswegen wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe mir für die heutige Folge eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen wird, den echten Piloten oder die echte Pilotin zu finden. Und ich würde sagen, wir schlagen auch gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Guests einmal bitte. Du hast heute eine Mission, oder was? Absolut. Man in Black. Servus. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut. Ja. Sehr schön. Setzt euch bitte, Männers. Du siehst gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Du hast heute eine Mission. Ich habe eine absolute Mission. Top Secret. Okay. Aber ich habe mir mal gedacht, da ist das Rezept für eine erfolgreiche Folge. Okay. Für ein erfolgreiches Weitermachen. Ja. Und ich würde sagen, jetzt alle Nahim Sky abonnieren. Hat er recht. Und, hat was steht recht da unten? Das war Mann darf niemals enden. Hat er auch recht. Absolut Abonnentenbezug. Stimme ich dir vollkommen zu. Hast das du recht, ist die Mission, Bro, für eine gute Folge. Nice. Das war's aber auch schon von mir. So viel zu mir, jetzt zu Ryan, ne? Was? Wie geht's dir, Ryan? Geht's dir gut? Es geht mir gut, Bro. Ja? Ja. Wir drehen heute was ganz Besonderes. Ihr seid auch schon passend gedresst, finde ich. Mhm. Nämlich erkenne den Piloten. Oh, fehlt uns nur noch die Schulterstreifen-Dings. Ja. Ja. Ja, ich freue mich. Haben sich viele von den Leuten gewünscht, deswegen dachten wir, setzen wir es ganz heute um. Das ist eine von den strengsten Ausbildungen und Qualifikationen, was es gibt in Deutschland. Ich glaube auch eine der schwierigsten. Also eine ganz hohe Durchfall. Also ja. Hast du wieder Durchfall? Nee, nicht Bestehensrate. Ja, also es ist sehr schwer, Pilot zu werden. Habe ich auch gehört, ja. Aber auch dickes Gehalt, wenn du es schaffst. Deswegen, ich bin gespannt. Also würde ich sagen, starten wir gar nicht was rum, oder? Sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Habt ihr schon mal eine Frau, also eine Pilotin gesehen? Also ich nicht und ich fliege ziemlich viel als Magier. Ich fliege auch sehr, sehr viel und yeah, ich habe noch nie eine Pilotin gesehen. Das ne? ist eine gute Frage, warum es überhaupt anscheinend weniger Pilotinnen gibt als Piloten. Das würde mich auch interessieren. Keine Ahnung. Also ich bin echt gespannt, was die gleich so erzählen werden. Ne? Du hattest noch eine Frage gerade an mich. Wolltest du die nochmal auch Ryan fragen? Oder? Ich wollte Ryan, ob du im Mile High Club bist. Das ist mein Antwort, Bro. Bist du? Siehst du dieses leichte Zucken hier? Ja, ich glaube schon. Also. Ja, Bro, das war no comment even. Okay. Bist du denn, Chris? Ich finde, die Kandidaten sind optisch gesehen, passen jetzt sehr gut zur Folge. Ist von euch denn jemand im Mile High Club? Alles klar, rechts ist schon mal raus. Okay, aber keiner hebt die Hand, aber rechts ist schon mal raus. Okay, dann würde ich sagen, kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. So, ich bin Nick, 19 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Münster, jetzt lebe ich in Hamburg mit meiner Freundin. Ich habe 2014, mit 14 habe ich meine Segelflugausbildung angefangen, habe die mit 16 beendet, habe dann mit 16 direkt mein PPL gemacht, also Privatpilotlizenz, Motorflug, habe die mit 17 beendet. Mit 17 habe ich auch direkt dann mein CPL angefangen, also Commercial Pilot License.
bin dann mit 18 Ende fertig geworden. Genau, und jetzt wohne ich in Hamburg. Ich arbeite bei einer kleinen Fluggesellschaft. Da war viel Fachjargon dabei. BPL, ABC, hab ich nicht verstanden. SPL ist für Segelflugausbildung, Segelflieger, Fliegen ohne Motor. Segelfliegerausbildung, genau. Okay. Dann ist PPL, Private Pilot License. Das heißt, dass du mit Motor fliegen darfst. So bis 12,5 Tonnen war das ungefähr. Dann CPL, Commercial Pilot License, dass du dann mit Fliegen Geld verdienen kannst. Was heißt denn CPL ausgeschrieben? Commercial Pilot License. Auf Deutsch? Kommerzieller Pilotenlizenz, meine ich zumindest. Und wie alt bist du? 19. Nick ist 19. Nick ist 19. Wie lange hat diese Ausbildung gedauert? 2 Jahre. Ungefähr 2 Jahre. Das scheint mir ein bisschen jung, oder? Was für einen Schulabschluss hast du nochmal? Realschulabschluss. Braucht man nicht einen Hochschulabschluss? Nein. Und du bist aktiver Pilot? Was heißt aktiv? Es ist eine ganz kleine Gesellschaft. Ich fliege nicht jeden Tag. Das ist wirklich sehr selten. Also du bist berufstätig? Berufstätig. Ich verdiene mein Geld durchs Fliegen. Ich habe jetzt insgesamt 6 Flugstunden. Das du kennst nicht den Mile High Club, obwohl du berufstätig bist? Ja, Bro. Wie viele Flugstunden? 6? 6 Flugstunden erst. Muss man als Pilot nicht eine gewisse Anzahl an Flugstunden sowieso? Für CPL brauchst du 20.000 Flugstunden. Jetzt 2.000 Flugstunden, tut mir leid. Aber das machst du mit den PPL-Ausbildung. Also wenn du einmotorig fliegen darfst, dann machst du 2.000 Flugstunden fürs CPL. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hallo, mein Name ist Shahzad, ich bin 27 Jahre. Ich habe meine Ausbildung angefangen 2015, die ging 3 Jahre bis 2018. Habe den höchsten Schein, den man quasi absolvieren kann, habe den ATPL. Bin für Germania geflogen, aktuell fliege ich nicht mehr. Die komplette Branche quasi gewechselt. Sie gibt mir so einen richtigen Stewardess-Vibe irgendwie. Und was machst du jetzt? Ich bin in der Finanz- und Immobilienberatung, selbstständig. Wie viel Zeit hast du rein investiert, deine Pilotin Ausbildung zu machen? Ausbildung 3 Jahre. 3 Jahre? Und was hat es gekostet? Ein bisschen was an Geld, ja, weil ich habe das halt privat gemacht. Also die Spanne ist so zwischen 90.000 bis 120.000. Ich war so knapp bei 90.000. Was ist denn der Unterschied zwischen dem ATPL und dem CPL? Der CPL ist quasi, der ist halt bis 5,7 Tonnen, nicht 12, irgendwas, was der Kollege gesagt hat, bis 5,7. Und der ATPL, da darfst du wirklich Passagierflugzeuge fliegen. Das ist quasi die Klassifizierung. Okay, du hast den, angenommen, du hast nur den CPL. Du fliegst ein größeres Flugzeug mit einem 2-Mann-Cockpit. Was ist deine Position da drin? Kommt jetzt drauf an, ne? Also du kannst bei dem Commercial Pilot License, also bei dem CPL, da bist du quasi berechtigt, da muss jetzt nicht unbedingt ein Flugkapitän mit drin sein. Heißt, bei dem ATPL ist das anders, bei dem CPL nicht. Heißt, es müssen einfach 2 drin sein, 2 Piloten, und dann könnten die das quasi fliegen. Aber wie, also da sind 2 Piloten? Ja. Aber einer ist höher, einer ist niedriger. Was ist denn deine... Links ist der Kapitän und rechts ist der Co-Pilot. Okay, bist du Co-Pilot oder Kapitän mit dem CPL? Mit dem CPL bist du Co-Pilot. Ja, ich habe noch eine andere, richtig random jetzt, aber Moment. Das müsst ihr jetzt gleich beurteilen. Ich finde, du hast richtig hohe Absätze. Ja. Ich bin 1,70. Du brauchst eine Mindestgröße bei einem Piloten. Wenn ich überlege, dass das die Absätze sind, schon ein Stück. Welche Größe brauchst du denn? Ich glaube, 1,65 musst du mindestens sein. Ist sie das? Ja. Ich bin 1,68. Krass. Ja, okay. Doch, kommt okay. Schon hin, ja. Ist das vielleicht ein Grund, warum es nicht so viele Pilotinnen gibt? Ich glaube, das ist eher, weil es ist halt wirklich eine männerdominierte Branche. Vielleicht trauen sich ja viele das halt nicht zu, auch wegen dem Gesundheitlichen. Also da musst du halt schon einige Kriterien, müssen halt erfüllt sein, dass du überhaupt starten kannst. Und ich weiß nicht, also vielleicht gibt es Frauen, die vielleicht gar nicht so oft und so lange unterwegs sein möchten und vielleicht auch früh mit der Familienplanung zum Beispiel anfangen möchten. Aber dafür gibt es ja sehr viele Stewardessen. Sagt man das so? Stewardess, ja. Ja, aber es ist ja nochmal eine andere Art von Verantwortung, wenn man wirklich vorne sitzt. Also die Frauenquote ist bei knapp 8%, also ist schon sehr, sehr, sehr niedrig. Verstehe ich das richtig? Du hast 90.000 Euro rein investiert in 2 Jahre aus... 3 Jahre, ja. 3 Jahre, sorry. Yeah. 3 Jahre. Und dann wolltest du doch nicht als Piloten arbeiten. Also ich habe die Ausbildung ganz normal abgeschlossen, bin dann bei Germania geflogen. Aber während ich im Training war für die... Typ-Musterisierung, also sprich für den A320, ist Germania pleite gegangen.
Der heißt, sie haben Insolvenz angemeldet und dann war ich komplett raus. Und, das Auswahlverfahren für die Piloten ist halt wirklich, das zieht sich wirklich Ewigkeiten. Dann habe ich mich weiterhin beworben und so weiter. Habe dann angefangen, im Bereich der Flugzeugkoordination am Flughafen Dortmund zu arbeiten. War auch ein cooler Job. Wollte ich halt so übergangsweise machen, in erster Linie, um Kontakte zu knüpfen, dann so mit Vitamin B halt in die Airlines reinzukommen. Dann fing dann Corona an. Heißt, da wurde mir wieder so ein bisschen Strich durch die Rechnung gezogen und dann habe ich halt die komplette Branche quasi gewechselt. Wie gut sind deine Augen? Sehr gut. Weißt du die Werte, deine Sehkraft? Sehkraft weiß ich, aber ich habe gar keine Probleme. Ich muss ja jedes Jahr auch den Schein quasi nachholen oder beziehungsweise bestätigen lassen. Das mit der Insolvenz und alles so, finde ich, ist weitgreifend. Wenn sie es recherchiert hat, geht schon tiefer. Wenn ich mich, also sie macht das sehr gut, muss man sagen. Wenn ich mich als Lügner bewerben würde, würde ich natürlich oberflächlich so das Wissen haben, vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen, aber dass die Story sich sogar so ausweitet, sie könnte ja auch einfach sagen, nee, ich habe das so und so fertig gemacht. Aber extra zu sagen, okay, da war das nochmal der Insolvenz angemeldet, dann hat das nicht geklappt. Und plausibel. Plausibel, ja. Sie kann ja in dem Bereich gearbeitet haben, weißt du? Das stimmt, ja. Am Flughafen, das weiß man ja nicht, nur halt keine Pilotin. Aber danke dir erstmal für deine Geschichte. Wir machen erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. Ich bin Tim, 24 Jahre alt und Co-Pilot. Ich habe erstmal eine UL-Lizenz erworben, da war ich in einem Flugverein, habe erstmal geguckt, ob das was für mich ist. Und dann mit 18 habe ich dann mein PPL gemacht und dann mit 20 mein CPL. Lügst du uns jetzt wieder an, wie beim letzten Mal oder nicht? Beim letzten Mal war es ja ein bisschen offensichtlicher, ne? Naja, ob ich mich jetzt zweimal hier hinstelle, um zu lügen, ist jetzt so, ne? Will ich jetzt persönlich nicht machen. Das ist ein guter Punkt. Und da ich ja kein Profiboxer bin und in keinster Weise irgendwas in die Richtung mache. Okay, außer dass man über 1,65 cm groß sein muss. Was sind die anderen Voraussetzungen? Man muss körperlich und geistig fit sein. Wie die Dame schon gesagt hat, muss man jedes Jahr ein Medical machen, um halt zu prüfen, ob deine Augen in Ordnung sind, ob du halt körperlich dazu geeignet bist, ob du machst einen Lungenfunktionstest, die testen das Herz, ob dein Herz vernünftig arbeitet, die prüfen deine Psyche, ob du stressbelastbar bist, ob du eine gute Konzentration hast. Arbeitest du jetzt aktiv als Co-Pilot? Genau. Wie viele Streifen hat dein Co-Pilot hier an? Ein. Ein? Ja. Ein Streifen? Ja. Ich meine zu wissen, dass ein Flugkapitän 4 Streifen hat von diesen gelben, ein Co-Pilot 3 und somit auch, also Co-Pilot gleichzusetzen mit Erster Offizier irgendwas. Aber was sagst du dazu? Dass ich nicht in einer kommerziellen Airline arbeite, ich arbeite für Luna Jets, also ich flieg Privatjets. Also nicht in einer kommerziellen Airline. Und da ist das anders, oder wie? Genau. Wie hast du den CPL finanziert? Also tatsächlich durch meine Eltern, da meine Mutter ein eigenes Haus hat und ich habe sie durch die anderen Ausbildungen davon überzeugt, dass ich das Zeug dazu habe und hat sie dann für mich einen Kredit aufs Haus aufgenommen, damit ich mir das finanzieren kann. Also im Prinzip selber. Aber was mir auffällt, das ist ein bisschen komisch, bei der Profiboxer-Folge war er echt nicht selbstbewusst, ne? Aber jetzt gerade steht das schon echt... Jetzt redet er anders auf einmal. Voll. Also ich möchte wissen, als Co-Pilot, was musst du machen, während das Flugzeug auf Autopilot gestellt ist? Da musst du natürlich den Luftraum überwachen, musst du ständigen Kontakt zum Boden haben und generell die Instrumente überwachen. Kannst du mir grob sagen, wie man einen Flugplan erstellt? Ein Flugplaner muss natürlich erstmal das Wetter gucken, ob das Wetter mitspielt, muss eine Karte erstellen, so von wo bis wohin du fliegen möchtest, welche Strecke du fliegst. Und dann musst du natürlich gucken, ob das alles mit dem Wetter und den meteorologischen Sachen alles übereinstimmt und ob das alles klappt, auch wegen der Landegenehmigung. Okay, wenn du sagst, schon mit Wetter überprüfen und alles, wenn das deine Aufgabe ist, wenn das Flugzeug im Autopilot ist. Ein A17 ist ja eine Unwetterwarnung. Soweit ich weiß. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil komplett Quatsch, habe ich mir ausgedacht. Steht hier nicht drauf. Ja, okay, damit also, hätte ich meine Frage erledigt. Das ist eher die Sachen des Bodenpersonals. Bei mir heißt es nur, ist der Luftraum gesperrt oder nicht. Ob das jetzt zum Beispiel neblig ist, deswegen kann ich dazu weniger was sagen. Aber warum hast du da nicht einfach gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht noch mehr, vielleicht war er bestärkt, weil du gesagt hast, er steht sehr confident jetzt da. Aber das kannst du besser beurteilen, weil du ja wirklich... Ja, beim letzten Mal war er auf jeden Fall nicht so drauf wie jetzt gerade. Also gar nicht. Also das war jetzt schon ein bisschen Sasserino, fand ich. Oh, Sasse. Sasserino. Sasserino. Was machst du in so einer Situation, wenn etwas passiert, zum Beispiel Sauerstoffmangel, wo der Pilot nicht mehr am bewusst ist? Unbewusst. Da setze ich erstmal einen Notruf ab und dafür ist auch der Co-Pilot da, dass er das Flugzeug dann sicher landet. Dann hat man, wie gesagt, dauerhaft Kontakt zum Boden und sucht dann einen Notflughafen aus, wo man notlanden kann. Du meinst ja, du fliegst nur Privatjets. Was verdienst du denn da? Ehrlich gesagt nicht so viel, wie man denkt ungefähr. Also ich bin da am Anfang. Also umso länger man fliegt, umso mehr verdient man auch. Also durch die Erfahrungsstufen kriegt man mehr und man kann irgendwann mal auch
Captain werden, theoretisch. Also aktuell verdiene ich so meine 2,5 netto. Außer ich kriege natürlich Zuschläge für Nacht- oder Wochenendschichten oder sonst was. Also es ist ein Riesenunterschied, was ein Co-Pilot und was ein Pilot verdient. Das ist eine riesengroße Preisspanne. Was verdient denn so ein, kannst du mal kurz das Mikro geben? Was verdient denn so ein Pilot von einer öffentlichen Fluggesellschaft? Also du hast immer ein Grundgehalt. Mein Grundgehalt war bei 3,5 brutto. Und dann hast du quasi Zulagen, sprich je nach Landung, nach Strecke. Also da kommst du schon so bei 4,5 raus, so ungefähr. Das wäre viel mehr immer, ne? Das habe ich aber auch gelesen. Also so ab 3, 3,5 so irgendwie pendelt sich das eine, ja, am Anfang des Berufseinstiegs. Ich dachte mal so 7, 8. Da kommst du ja wahrscheinlich, also wie gesagt, du hast ja die Streifen so. Dann hast du erst natürlich keinen, dann hast du irgendwann 1, 2, 3, 4 mit Captain. Ich glaube schon, dann bist du im fünfstelligen Bereich. Bestimmt kannst du so 10.000 verdienen, wenn du 4 Streifen hast und so einen dicken Airbus fliegst. Aber interesting. Wie gut sind deine Reflexe? Meine Reflexe? Gut, die müssen ja gut sein. Werden die getestet als Pilot? Sehkraft, Merkfähigkeit? Also man muss ja, um überhaupt die Ausbildung machen zu können, muss man zuerst zum Flugarzt und dann wird komplett durchgecheckt. Also wirklich komplett. Ich war da 2 Tage und dann kriegt man diesen Medizinschein, sprich den Medical. Es gibt Typ 1 und es gibt Typ 2. Typ 1 brauchst du für den höheren Schein, den habe ich gemacht und den musst du jedes Jahr dann aufrechterhalten. Also heißt, also dann geht man zu einem lokalen Flugarzt, ja, und dann wird das quasi nochmal durchgecheckt, aber in einer abgespeckteren Form, also nicht mehr so ausführlich. Was musste denn fehlen, damit man durchfällt, diese medizinische Test? Man hat halt so einen Hörtest. Ne, also das ist schon sehr, sehr streng, also muss man sich echt konzentrieren, dass man da gut durchkommt. Ja, also körperlich, die Sehkraft, wenn man dafür bis zu einem bestimmten, weiß jetzt gerade auch die Dioptrienwerte nicht, bis zu wie viel man das machen kann. Ansonsten ja, also fit sein einfach, ne? Also merken die das, okay, mit den Blutwerten stimmt irgendwas nicht, dann wird darauf aufmerksam gemacht. Man guckt irgendwie mit den Tabletten, ob man das irgendwie so ausgleichen kann. Es ist sehr, sehr individuell. Okay. Darf ich kurz? Was denn? Keine Ahnung. Ich hatte in diesem Moment so ein Gefühl. Ich sage erst ganz normal freundlich Hallo. 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 Ich nehme diese Hand. Guck. Öffne deine Hand. Öffne? Ja, yeah. Kennst du dieses Spiel? Wie die Kinder machen. Du musst einfach draufschlagen. Genau. Und du musst dann... Genau. Sie kennt sich aus. Sagst du, da, Reflexe gut? Da ist was. Da ist was. Potenzial, sagst du? Weil es gibt eine gewisse Typ, wenn man so Anwälte beobachtet oder Türsteher oder Kindererzieher. Bei Piloten, man normalerweise, das ist eine gewisse Level von körperlicher Fitness, aber auch diese Achtsamkeit, dass die richtig dabei sind. Ich habe auf die Augen geguckt, nicht hier, die Hände. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Ich finde auch, wenn sie Pilotin zum Beispiel ist, also vom optischen Eindruck her und vom Gesamtbild würde ich ihr das am meisten zutrauen als erster Eindruck, ohne dass ich was gehört habe. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es geht ja jetzt erstmal um Pilot. So. Jeder kann gefühlt den Pilotenschein machen, wenn er das schafft. Es ist schwierig, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nicht jeder kann das. Nicht jeder, aber ich meine, theoretisch... Egal, wer von denen könnte es jetzt machen. Ich glaube zumindest, alle sind jetzt nicht irgendwie körperlich zu dick oder so, dass sie durchfallen würden. Und wir sehen ja jetzt nicht, ob sie eine Hörschwäche oder Sehschwäche haben. Aber vom Erscheinungsbild könnte es jeder sein und diese 2 Jahre aufbringen. Wahrscheinlich auch diese 90 oder 100.000, weil wir kennen ja ihre finanzielle Situation nicht. Yes, dann dankt euch erstmal und wir machen erstmal mit dem hinten rechts weiter, bitte. Hallo, mein Name ist Faraj, ich bin Pilot, habe 2015 meine Ausbildung gemacht. Ich kenne sie auch von der Ausbildung noch, habe mich heute gefreut, dass ich sie gesehen habe. Du kennst sie noch von der Ausbildung? Nee, ich bin jetzt nicht mehr in der Ausbildung. Ich meine, du kennst sie noch von der Ausbildung? Ja. Das heißt, sie ist durchgefallen? Nee, sie ist nicht durchgefallen. Ach, du bist durchgefallen. sie hat die Ausbildung gemacht, aber nach 2 Jahren habe ich sie, glaube ich, nicht mehr gesehen, weil ich dann nach Hannover umgezogen bin. Ich bin nicht mehr aktiv, weil ich jetzt einen Sohn habe, der jetzt 5 Monate alt ist. Und seitdem bin ich nicht mehr aktiv, vielleicht komme ich noch. Aber wenn sie die Ausbildung bestanden hat, ist sie Pilotin. Ja. Und wir suchen unter 5 Leuten einen Pilot. Ja. Somit hätten wir 2 Hauptkandidaten. Genau, es geht nicht darum. Das heißt, einer hat nicht bestanden von uns. Ja. Wenn du sagst, sie hat bestanden, dann hast du ja nicht bestanden. Nee, ich habe ja gesagt, dass sie, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich dachte, ob du meinst, ob ich sie
noch kenne, das meinte ich ja. Ich kannte sie noch von der Ausbildung, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt Bestand hat oder nicht. Weil ich habe sie nach 2 Jahren ja nicht mehr gesehen. Hast du nicht gerade gesagt, sie hat bestanden? Nee, ich meinte, ich kenne sie noch von der Ausbildung. Hast du die Ausbildung bestanden? Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 21. 22? 21. 21. Und wie heißt du nochmal bitte? Farad. Und du bist, wegen deinem Sohn bist du nicht mehr aktiv? Ja. Was ist mit Elternzeit und so? Warum geht das nicht? Man hat Elternzeit und so, aber man kann sich auch unaktiv machen für eine gewisse Zeit. Und danach muss man nochmal einen Test machen, ob wieder alle körperlichen Sachen zum Beispiel da sind. Körperlich muss man fit sein. Man muss den Test wieder bestehen. Es wird wieder alles durchgecheckt und danach hast du wieder deinen Schein. Und bei welcher Fluggesellschaft arbeitest du? Bei der Turkish Airlines. Bei Turkish Airlines? Ja. Interessant. Und welche Strecken fliegst du da so am meisten? Kurzstrecke. Welche Strecke? Kurzstrecke. Das ist was? Das ist zum Beispiel in der Türkei selber, zum Beispiel von Istanbul nach Ankara, von Ankara nach Diyarbakır und so weiter. Okay, es gibt zwei Unterscheidungen. Die anderen Kandidaten haben jetzt zum Beispiel ATPL, CPL genannt. Es gibt im Deutschen heißt es zum Beispiel Verkehrsflugzeugführer. Und was ist das Gegenstück davon? Es gibt Verkehrsflugzeugführer und? Also der Verkehrsflugzeugführer, um es leichter zu machen, ist der ATPL. Was ist der CPL? Das weiß ich nicht mehr, weil ich lange jetzt nicht mehr aktiv war. Soll ich sagen oder wollen wir noch warten? Ja, ich glaube, wir warten noch, oder? Letzte. Stimmt. Ich habe eine Frage. Es gibt keine ältere Piloten. Weißt du, wann ein Pilot in Rente gehen muss? Es muss nicht. Man muss ja immer testen, ob man immer noch die Testen besteht. Ich glaube, der Älteste war 65, der geflogen ist, der immer noch aktiv war. Aber es gibt ja keinen bestimmten Alter, in dem man fliegt. Es kommen ja körperliche Sachen dazu. Zum Beispiel, man kann ja seine Sehfähigkeit verlieren und dann kann man ja das nicht weitermachen. Es gibt kein maximales Alter? Maximales Alter gibt es nicht. Also wenn so einer wie ich, der seit 30 Jahren 30 ist, immer wieder den Test bestehen soll, ich könnte mit 80 noch fliegen? Ja, wahrscheinlich dann nicht, weil dann die körperliche Fähigkeit noch nicht da ist. Okay, das nicht heißt, das. Du machst einfach Bei Ryan kann ich mir das schon gut vorstellen, dass mit 80 da noch einiges da ist, ne? Ja, ja. Also den fand ich bis jetzt am wackeligsten von allen. Glaube auch. Wir haben noch jemanden. Deswegen danke dir erstmal für deine Story und dann machen wir erstmal mit der letzten weiter, bitte. Mein Name ist Lena, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich habe jetzt im Mai meine Ausbildung bestanden, worüber ich auch ganz glücklich bin. Da war ich jetzt seit August 2020 müsste das gewesen sein. Genau, da gab es eine kleine Pause nach meinem Abitur und dann habe ich direkt nach meinem Abitur weitergemacht. Okay, interessant. Ich habe direkt mal, Chris, kannst du mir einen Gefallen tun? Mhm. Kannst dich mal neben dich stellen? Weil du meinst ja, du bist 1,71, ne? 1,70, 1,71, da streiten sich die Geister. Sie hat ziemlich flache Schuhe. Und wie groß bist du, Leila? 1,68. 1,70, 1,68 circa. 1,68, ja. Okay. Man muss allerdings auch, sieht aus wie so Ugg-Boots, dass man die so ein bisschen... Ja? Ja, wobei, ja, okay, die Air Force sind ja auch ein bisschen größer. Ich hätte sie jetzt auch kleiner geschätzt. Auf wie viel, wenn ich 1,70 bin? 1 Zentimeter vielleicht. Ja, komm. Minimal. Max 2. Nee, das Ding ist, also jetzt, wo du daneben stehst, sieht sie nicht mehr so klein aus, aber vorhin sah sie... Ach komm, es gibt, ich glaube, auch eine maximale Körpergröße. Weißt du, wie groß das ist? Das sind, es sind ungefähr 1,87, 1,85. Ich glaube, das müssten 1,87 gewesen sein, damit man noch aufrecht sitzen kann. Ich glaube, das ist noch größer oder maximale Körpergröße, um Pilot werden zu dürfen. Was ist die maximale? Ich glaube, liegt bei 1,98. Kann das sein? Irgendwas habe ich auch gelesen. Das ist über 1,90. Was meinte sie gerade? Sie hat gesagt 1,83. Niemals. Ich habe Piloten gesehen, ich glaube, die 1,86 sind. Oh, 1,87. Aber okay. 1,87 ist doch nicht zu groß. Vielleicht interessiert das als Frau auch nicht, weil das gar nicht, wenn irgendwo in der Beschreibung... Aber dann würde sie doch nicht eine Zahl nennen, oder? Vielleicht meint sie das mal gehört zu haben. Wenn in irgendeiner Beschreibung steht, meine Voraussetzung ist, dass ich die nächsten 3 Jahre in der Ausbildung nicht schwanger werden darf, juckt mich das ja nicht, weil ich nicht schwanger werden kann. Juckt sie auch die Maximalkörpergröße nicht, weil sie eh nicht so groß ist. Ja, aber wenn man dann fragen würde, wie viel... Ja, keine Ahnung. Nächste Frage. Warum gibt es eine Mindest- oder maximale Körpergröße? Warum darf man nicht 1,40 sein oder über 2 Meter? Man muss ja einige Sachen auch erledigen können oder bewerkstelligen
können. Das ist ja deren Aufgabe vorne. Und du musst an alle möglichen Sachen vorne rankommen. Du kannst jetzt nicht 1,40 sein, dann kommst du nicht richtig dran. Und es geht ja auch um Sicherheit. Du musst vernünftig drin sitzen können, du musst alles erreichen können, du musst einen guten Überblick haben. Wenn du da so unten hockst, dann ist es halt nun mal schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass man überall rankommt. Und wie hast du diese teure Ausbildung finanziert? Ich hatte da total Glück, dass mein Papa mir die bezahlt hat. Ich hatte wirklich Glück damit, sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so schaffen können, aber ich musste mir um sehr wenig Sorgen machen, und weil er so lieb war und das gemacht hat für mich. Und warum hast du gelacht, als Nahim wegen Mile High Club gefragt hat? Ja, also das ist ja auch immer so ein Thema. Und das ist immer so ein Thema. Bei uns ja natürlich auch, und dann wird natürlich auch viel geredet. Okay, für diejenigen, die Zuschauer und die Kandidaten, die nicht wissen, was Mile High Club ist, kannst du das erklären? Aber sehr kinderfreundlich. Stell dir vor, du erklärst es Nahims kleiner Schwester. Okay, also das ist, wenn zwei Menschen sich ganz doll mögen, dann wollen die das zeigen und manchmal auch im Flugzeug. Test bestanden. Sie ist es. Ja. Aber der Kollege ist auf jeden Fall schon mal raus, weil ich denke, als Pilot, du weißt ganz genau, was der Mile High Club ist, deswegen ist er schon mal raus. Und die anderen wussten es, glaube ich. Wir hätten es noch nicht auflösen sollen, wir hätten die anderen vielleicht noch mal fragen. Ich sage dir ehrlich, auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt einen rausbauten auf Tatsache von Mile High Club. Hätte ich auch nicht gedacht, dass eigentlich so eine schlechte Frage, aber das ist was man eigentlich so kennt, würde ich sagen. Noch eine Frage für Leila. Von 100 Piloten, was sagst du, wie viel Prozent sind Frauen und wie viel Prozent ungefähr sind Männer? Das sind ungefähr 8%. Also wir Frauen liegen definitiv in der Minderheit, was ich sehr schade finde. Also es sind ungefähr 8%, das kann man so in der Regel sagen. Und warum? Woran liegt es? Es ist ja eher so ein männerbesetzter Job. Also wenn jemand zum Beispiel einen in der Grundschule fragt, was möchtest du mal werden, dann sind das eher die Männer oder die Jungs, die dann sagen, ja, ich würde gerne Polizist, Pilot, Astronaut werden. Mädchen sagen sehr selten, dass sie dann Pilotin werden wollen. Die haben dann, also ich weiß, ich finde es eigentlich schade, weil das ist ein super cooler Job und wir Frauen, wir können das genauso gut machen wie die Männer. Also die Sachen ändern sich. Seit 2015 haben mehr Mädels deutschlandweit Abitur geschafft als Jungs. Und seit letztes akademisches Jahr 2022 sind mehr Studierende deutschlandweit an die Universitäten weibliche als männliche. Also das ist gerade ein Switch. Ausgerechnet Studiengänge, was traditionell männlich dominiert war, Chemie, Physik, Mathematik, da passiert jetzt ein Wechsel. Wir müssen, wen findet ihr denn von allen bisher am wackeligsten? Zwei für mich. Zwei finde ich auch. Ja, ja. Von uns aus gesehen hinten links, ja. von Turkish Airlines und vorne rechts der junge Nick. Okay, dann habe ich, guck mal, ganz easy, kommt ihr beide mal hin? So, oder tausch am besten du einfach in der Mitte mit ihm. Guck mal, Ryan. Ja. Du kannst auch viele Sprachen. Ja. Do you speak English? Oh, das stimmt. Maybe you das can stimmt. try to talk in English. Just a few okay. sentences. Der Kollege Chris hat ein bisschen recherchiert, gegoogelt. Teil der Ausbildung ist sehr gute Englischkenntnis. You have the microphone. Can you speak English? Little bit? Okay, but if a situation happens and there's an emergency during the flight, can you react in English? Yes. ich muss das sagen, in der Türkei muss man kein Englisch können. Ich kann Türkisch, Arabisch, Kurdisch, ich kann Afghanisch. Bei Turkish Airlines musst du kein Englisch können? Es muss nicht. Man kommt auch so durch. Moment. Türkisch, Arabisch, Kurdisch, Türkisch, Billion, Muslim. Billion. Evet, okay. Çaway, Rojbaş. Serserim, Serçalat, Çaway. Tatakalam al-Arabiya. Ya, ana barf, hake Arabi. Tarif, tenke Arabi. Aywa, ana atalim, ana ismi Ryan al-Mualim, ismak e. Ana ismi Faraj. Tell me why you can't speak English. If you speak three other languages, and internationally, I believe most pilots must speak English, why do you have a problem with English? Ich hab Englisch verlernt. In der Zeit, weil ich so lange nicht mehr aktiv war. Okay. How old are you again? 19. 19. Was English part of the training to be a pilot? Could you react in an emergency in English? What kind of emergency? Let's imagine you are the co-pilot and
Most of the crew, all of the crew, including the pilot, are now unconscious. You're still awake. How do you react? So I will speak to the tower. Delta India Charlie Foxtrot Whiskey. Mayday, mayday. All passengers, my pilot, stand by. Asking for permission to help for landing, for emergency landing. Oh, the pilot. Das ist krass, sagt, dass er zuerst den Tower kontaktiert. Aus Reflex hätte ich wahrscheinlich als Kandidat gesagt, dass ich erstmal eine Durchsage im Flugzeug gemacht habe. Delta India Charlie Whiskey. Victor, mayday, mayday, pilot has health attack. Please send help, send me a airport. You're in the air. You're yes, in the air. Yes, 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 but I need, nobody can send yes, you yes, help. Yes, yes, but I need airport information to land, and then an emergency will come. No, no, no. Landing is hours away. You're in the air. What do you do in this next few minutes? First aid kit. Okay. What's the first thing you do? Herzmassage. Massage. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt. Herzmassage. You mean this? Yes. Okay. But you won't do that. He's looking at you. He's speaking. And he says to you in English, because he's from another country, heart attack, heart attack, heart attack. So the flight's on autopilot. I don't need to control this flight. So he has to lie. It's a big cockpit. He has to lie. Yeah. And we are looking. We have first aid kit in the cockpit. Okay. And we can do first aid. Would you give him this if he says to you heart attack or no, heart problem? No, no, heart problem, no. She has to sit down in the cockpit, not in the cockpit, in the where the passengers sit. And yes, and I'm flying the plane. Der Bro rechts kann besser Englisch. Also ich glaube tatsächlich, das ist international, dass man auf Englisch reagieren kann in einem Notfall. Safe. Als Pilot musst du doch Englisch. Das ist ein Muss, weil der Control Tower in jedes Land. Das sind doch immer Unterschiede. Auch wenn du nur in Deutschland fliegst zum Beispiel, hast du trotzdem voll oft ausländische Passagiere. In Deutschland ist ja auch immer Deutsch-Englisch. Also wenn du ein deutscher Pilot bist, kannst du auch Deutsch funken. Aber wenn du jetzt vom anderen Land kommst, musst du Englisch natürlich funken. Deutsch geht auch immer, aber Englisch gehört eigentlich zur Grundausbildung. Ja, gib ihm mal das Mikro. Und genauso ist es auch in den anderen Ländern. Zum Beispiel die Muttersprache ist eine Pflicht und jede andere Sprache ist auch ein Vorteil. Wo hast du denn deine Pilotenausbildung gemacht? In Deutschland? In Deutschland. Und das war nicht Teil von der... Doch, war Teil, aber wie gesagt, ich habe das mit der Zeit verlernt. Englisch war Teil der Ausbildung? Ja. Bei so eine teure und intensive Ausbildung, der über 2 Jahre geht, wie alt bist du jetzt, Fahrrad? 21. Du bist 21 und hast eine Sprache komplett verlernt? Ja. Weil ich dazu 2 andere Sprachen gelernt habe. Wann hast du denn die Ausbildung gemacht? 2015 habe ich angefangen. 2015? Ja. Und du bist 21? Vor 8 Jahren. Okay. Als du 13 warst. Bro, ich sag zwei Sachen. Erstens, du kannst schon jetzt Mikrofon weitergeben, egal an welche Richtung. Zweitens, ich sag dir jetzt meine Beurteilung. Das ist universell, was ich jetzt sage, auf Arabisch, auf Kurdisch, auf Türkisch versteht jeder. Habibi, das heißt einfach raus, Bruder. Wir sind uns einig, glaube ich, oder? Ja, ja. Hast du ganz okay gemacht, aber du müsstest einfach bitte raus. Okay, wackelig war für mich noch unser Kandidat, auch wenn er ein bisschen besser Englisch gesprochen hat, aber ich find das Englisch immer noch ein bisschen zu schwach für einen Piloten. Ja, was er auf Englisch gesagt hat, ich habe gefragt, wie reagierst du? Du bist der Co-Pilot und der Pilot sagt auf Englisch, weil er nicht Deutsch ist, Herz, Problem, was machst du? Und das Erste, was er gesagt hat, ich sage so Anton, Bertha, Caesar, Delta, was eigentlich nur Kauderwelsch war. Von daher, und dann hat er gesagt, ich mache diese. Und ich habe gesagt, Bro, er guckt dich an, er redet mit dir. Das heißt, der Mann ist am Bewusstsein. Er sagt nur, irgendwas stimmt nicht mit seinem Herz. Von daher, ich weiß auch ganz genau, dieses First Aid, wie reagiert man im medizinischen Notfall, ist Pflichtbestandteil der Ausbildung. Von daher finde ich das Sasserola. Ein neues Jugendwort, Ryan designed. Oh. Was sagst du denn, Chris? Also ich würde mich da anschließen, er war ja sowieso einer von den 2 wackeligen Kandidaten. Ich habe gerade zu Naim gemeint, dass das Englisch, was ich von hier gehört habe, zumindest natürlich ein gutes Stück besser war im direkten Vergleich. Aber auf Grundlage der Sachen, die du jetzt gesagt hast, jetzt mit dem First Aid und
allgemein, wie seine Reaktion ist. Firmenqualifikation, sagt dir das was? Sagt mir nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir zu 90% sicher, aber ich darf nicht googeln, dass es so heißt, die Firmenqualifikation. Weiß sonst jemand, was die Firmenqualifikation ist? Also auf jeden Fall Firmen irgendwas. Das ist, glaube ich, dass du bei oder vor Anbeginn der Ausbildung getestet wirst, jetzt aber nicht auf dein Wissen oder so mathematisch, physikalisch, sondern einfach, wie du in bestimmten Situationen reagierst. Also dein Stresslevel, wie entscheidest du dich moralisch und alles Mögliche. Einfach, ich weiß nicht, warum das Firmenqualifikation heißt, aber okay. Wenn es niemand weiß, dann ist es gut für dich. Nahim, siehst du das? Guck, er macht detaillierte Notizen. Auf einmal, ich schwöre, obwohl er immer gut ist, seine Aussprache ist klarer und besser. Das ist dieser Hayashi-Style-Anzug, Bro. Ich glaube auch. Ich wurde komplett umgestellt von dir. Oh. Kann ich noch was dazu sagen, wegen vorhin? Wegen das, was du mir gefragt hattest, ne? Dass zuerst direkt Ersthilfe geleistet werden. Das stimmt nicht. Du musst erst mal im Funk melden, dass du nicht mal auf Funk an... Du kannst dann nicht mehr sprechen im Funk, du bist nicht mehr erreichbar im Funk. Weil du ja dein... Also jetzt, du hast der Captain gesagt, ne, der neben mir, weil ich bin der First Officer, dass der Captain erstmal Hilfe braucht. Gut, ich habe dann zuerst verstanden, Herzattacke, ne? Nicht dieses Stechen, sondern war Herzinfarkt. Deswegen dachte ich, okay, zuerst vorher hier, was du gezeigt hast, ich habe das jetzt vergessen. Danach habe ich dir ja gesagt, dass er sich erstmal hinlegen soll, erstmal überhaupt sagen soll, was los ist und sonst in die Kabine gehen soll. Und dann, ein Flugzeug kann auch von einem First Officer geflogen werden tatsächlich. Ja, wir müssen das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich würde sagen, er ist safe raus. Ich glaube, wir sind uns alle einig, oder? Ich bin für raus. Okay, alles klar. Hast ganz gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Ist ein Test für die? Ja. Sehtest, also Merkfähigkeit-Test. Sehtest? Ja. Dann lass mal einen Sehtest machen. Ich würde einen Sehtest gerne mit unserem PJ-Flieger hier machen. Können wir natürlich sehr gerne machen, nur das Problem ist, sind diese Lampen, die blenden mich ziemlich. Also das ist ziemlich schlecht für meine Netzhaut. Ich weiß nicht, wie viele Lumen die haben. Ah, das okay. Ist aber wirklich so. Das ist kein Problem, du kannst dich auch einfach mit dem Gesicht zu der Wand stellen. Ich hole ihn nach vorne. Ich hole ihn nach vorne. Ich habe zufälligerweise einen Stuhl für ihn hier vorbereitet. Ich mache mein Schwert. Warum hast du den Stuhl? Okay. Das ist gar nicht aufgefallen. Ja. Ich habe die Jackentasche gezogen. Das war in meine Rucktasche. Hinten hier. Okay. So, und der Bro heißt dann Tim. Tim, richtig? Genau. Okay. So, komm bitte zu mir, Tim. Wir machen jetzt eine Sehtest, Beobachtungstest. Mit deinen Zaubertricks. Genau. Ja, du bist ja ein richtiger Profi da drin, ne? Deine Augen sind immer noch ein bisschen gereizt von dem Licht da, aber passt schon. Aber guck, von die Seite hast du gutes Licht, würde ich sagen. Ja klar, oder? Aber ich sehe immer noch so dieses Flackern von den Lichtern. Das ist immer noch ein bisschen. Guck, was ich da habe. Das ist ein Sehtest mit. Aber die sind groß genug, dass du klar sehen kannst. Das ist kein Problem. Alles ich lege eine zur Seite, haben wir sogar nur zwei. Guck, genau. Ich zähle bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bereit? Ja. Gut, 10. Okay. Ich zeig dir nochmal, Bro. Gibst du mir deine Hand, bitte? Welche gefällt dir besser, diese oder lieber diese? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ach komm, nehmen wir mal den hier. Okay, dann nehme ich diese für dich. Nimmst du in deine Hand? Eine genau. Faust. Bist du bereit? Ist schon drin. Oh, er ist gut. Okay. Ich mach so. Bist du bereit? Ein bisschen bereit. Langsamer. Hast du eben mit deinen anderen da drunter getan? So. Ein zweites Mal. Hast du wieder rausgeholt. Ist in der Hand. Oh, vielleicht ein drittes Mal. Bereit? Er hat gute Augen. Weil er genau aufpasst. Bereit? Ja. Okay, gut. Okay. Nee, ich habe gar nichts gemacht bis jetzt, aber... Okay. Ich zeige dir, wenn ich jetzt hier drei habe und hier, ich schummel nicht. Wirklich nur eins. Und ich mache ganz fair. Zwei, drei. Eine weg, meine Tasche. Wie viel habe ich hier? Da ist einer drunter. Okay. Vielleicht ein bisschen langsamer. Wirklich nur eins, zwei, drei. Eins wirklich weg in meine Rucktasche. Und ich zeige auch die Kamera. Das ist in der Hand. Er ist gut. Bereit? Ich mache eins, zwei, drei. Wie viele? Drei. Ah, er ist gut. Er ist echt gut. Ein letztes Mal. Er hat mich erwischt. Ich mache eins, zwei, drei. Eins, zwei, eine weg. Wie viele jetzt? Das. Drei. Ah. Wie viele hier? Drei. Ah, ja, ist gut, aber nicht mehr. Ich sage nur Square! Der war nicht gut, der war gut. Der war echt gut. Der war mega.
Damit habe ich es nicht gerechnet. Du hast kein Problem mit grün-rot, farbblind? Ja, also beim Flugzeuguntersuch hatte ich leichte Probleme, aber das war kein Problem. Okay, kennst du deine Werte? Nee. Du trägst eine Brille oder keine Brille? Nee. Aber du musst regelmäßig einen Sehtest machen. Einmal mehr die Flugtauglichkeitsuntersuchung. Normalerweise kennt man die Werte. Kennst du deine Werte, deine Sehkraft? Nee. Okay. Mir wurde nur gesagt, ob meine Augen tauglich sind oder halt nicht. Um halt das Medical zu bekommen. Okay, cool. Ich danke dir. Sehr gerne. Ja, yeah, cool. Ich hatte gerade das Gefühl, dass seine Augen nicht so schnell sind, sondern dass er eher sich schon immer gedacht hat, wie der Trick jetzt aufgeht, weißt du? Aber nicht wirklich gesehen hat, wo sie wirklich sind, sondern sich schon dachte, okay, da sind zwei drin. Aber du weißt es ja. Ich muss halt eine gute Konzentrationsgabe haben. Und die hast du? Ich finde schon, ja. Weil du der echte Pilot bist. Richtig. Anhand dessen können wir es natürlich jetzt nicht beurteilen, würde ich sagen. Square! Aber Square. Was sagt ihr denn zu ihr hier? Also ich muss sagen, ich hätte es am Anfang nicht gedacht, weil die anfängliche Frage, wie viele weibliche Piloten kennst du, hätte ich gedacht, okay, die zwei Damen sind vielleicht jetzt optisch für die Folge einfach passend gut rein, sind dabei, aber sie sind es nicht. Jetzt finde ich es interessant, dass wir vielleicht so ein bisschen bei ihm Zweifel haben und dann zwei Frauen als Finalistinnen da haben. Mein Bauchgefühl sagt mir, eine von beiden ist es. Eine von beiden? Ja. Eine von beiden. Ich fand rechts ein bisschen sehr sass mit 1,87 ist zu groß. Ja, ein bisschen sass, aber trotzdem findest du sie schwächer als ihn? Aber 1,87, wie viel? Also du hast doch schon einige Piloten gesehen. Da waren welche so... Jetzt die sind nicht, meistens ziemlich weiß groß. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ihr fliegt auf jeden Fall noch mal mehr. Ja, deswegen. Also ich habe schon große Polizisten gesehen. Polizisten? 1,87 ist jetzt nicht so groß. Wie groß bist du? 1,90? 1,2? Ja. Okay, eine Frage an die zwei Damen. Okay, ihr habt beide Kontakt gehabt mit Piloten. Das heißt auch männliche Piloten. Richtig? Kannst erst du und dann du mir beschreiben, was für Typ, weil das war über 90%, was für Männer zieht dieser Beruf? Was für ein Typ wird zu Pilot? Also sehr unterschiedlich. Also in meinem Kurs waren ungefähr so 18 Leute. Also da, also von A bis Z gefühlt alles dabei. Also da waren, ich hatte da Männer, die waren so nerdy, sag ich mal. So Zahlen, Daten, Fakten, wo man denken würde, okay, die machen jetzt irgendwas in der IT-Richtung. Die waren dabei, da waren auch so die klassischen, ey, ich mache jetzt eine Pilotenausbildung, ich bin der Macker, die hatten wir auch. Ich war das einzige Mädchen. Also es gab verschiedene Typen, also Typarten, sag ich mal, aber die waren alle super nett. Und könntest du bitte beschreiben, was für Leute werden Piloten? Also klar, es gibt immer unterschiedliche Typen, wie sie auch schon gesagt hat, aber ich würde sagen, sehr ambitionierte Leute. Also ich hatte jetzt niemanden, der mit mir zusammen die Ausbildung gemacht hat, der nicht komplett dahinter steht. Also alle waren wirklich total begeistert und waren total ambitioniert, wollten es wirklich machen und die sind halt auch sehr ehrgeizig. Ich auch, sonst hätte ich das niemals geschafft. Also immer lernen und das machen alle da. Also das ist eine schwierige Ausbildung, es kostet viel, das schafft nicht jeder. Warum wolltest du Piloten werden? Also es war eigentlich so ein Kindheitstraum von mir. Also in meiner Klasse waren sehr viele Jungs in meiner Grundschulklasse. Das war ein bisschen unfair aufgeteilt. Und ich weiß noch, in der zweiten Klasse müsste das gewesen sein. Wir haben alle über Traumberufe geredet. Und ich hatte dann einfach Pilotin gesagt, oder ich hatte sogar Pilot gesagt einfach. Die anderen, die waren in einer ganz anderen Richtung. Und ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt fand ich das selber voll cool, auch mit den Filmen und so. Das war dann so ein Kindheitsgedanke und das hat sich dann halt immer mehr verfestigt. Eine Frage an alle drei Kandidaten. Ich weiß noch genau, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass von verschiedenen Berufen, einer von den schlimmsten Berufen, um eine Beziehung, das heißt langfristig eine Partnerin oder Freundin oder Frau zu behalten, ist Pilot. Warum glaubst du, ist das? Also vor allen Dingen in der Ausbildung. Die Ausbildung ist total zeitintensiv. Das bedeutet also, man hängt wirklich stundenlang am Tag dran und ist am Lernen, weil man will es natürlich auch schaffen. Da ist einfach echt wenig Zeit, um noch so ein richtiges Privatleben zu haben. Also ich zum Beispiel, ich habe es auch nicht gemacht, ich habe es nicht geschafft, aber es war mir auch nie wichtig. Also für mich war wirklich diese Ausbildung echt wichtig. Es war halt auch ein Traum. Ja, es ist wirklich zeitintensiv. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann klemmst du dich halt auch komplett dahinter. Und bemühst dich halt auch, dass das jetzt klappt und dann stellst du halt so Sachen wie Beziehung oder das private Leben einfach hinten an, allein wegen des Geldes. Okay, was sagst du dazu? Es ist ja auch, kommt drauf an, Kurzstrecke, Langstrecke, aber bei Langstrecke beispielsweise, dann ist man
Dann hat man Standby zum Beispiel da, 2-3 Tage, dann ist man vielleicht von einer Familie getrennt und dann geht man vielleicht noch ein Trinken mit den Kollegen, sage ich mal. Es sind ja auch hübsche Frauen dabei, die Stewardessen. Dementsprechend, ich sag mal, man kommt eher, sollte zwar nicht so sein, aber man kommt vielleicht eher in Versuchung. Ist das ein Mythos oder stimmt es wirklich, dass viele Piloten mit Stewardessen was haben? Das möchte ich jetzt so nicht beantworten, aber so. Was sagst du dazu? Du hast gerade so gelacht? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du denn auch schon was gestartet mit deinen Stewardessen? Nee. Warum? Weil ich eine Freundin habe. Also ich finde auch, dass Liebesleben funktioniert, deswegen mache ich auch nur Kurzstreckenflüge. Bei Langstreckenflügen wird es schwieriger, da musst du auch extrem flexibel sein. Also generell muss man als Pilot flexibel sein, aber bei Langstreckenflügen umso mehr. Wie die Dame schon gesagt hat, gibt es manchmal Standbys, dass man dann 2 Tage irgendwo in einem Hotel, weiß ich nicht, irgendwo in Afrika oder USA ist oder so, wenn man jetzt, sag ich mal, Langstreckenflüge fliegt. Und ich finde auch selber, die Belastbarkeit ist sehr hoch und dementsprechend auch der Stress ist auch sehr stark da, weil man muss teilweise 18 Stunden am Tag arbeiten. Okay, und warum hast du das dann gerade so bestätigt? Weil du das bei deinen Kollegen mitbekommen hast, ja. Dass die was mit... Ah, okay. Also das sieht man generell oft, sowas. Also nicht unbedingt deine feste Beziehung, aber sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Nacht im Hotel ist, ist das nicht selten, dass man da morgens, sag ich mal, eine Stewardess aus dem Zimmer rauslaufen sieht oder ähnliches. Also ich muss sagen, ich fand sie am wackeligsten von den dreien. Lela oder Lena? Lena, dann gib mir mal kurz das Mikrofon an Lena. Ich lese jetzt ein paar Sachen vor und du sagst mir einfach nur, ob das stimmt oder nicht. Es geht generell um die Aufgaben eines Piloten. Das heißt, es kann sein, dass alles stimmt, alles falsch ist oder gemischt ist. Das heißt, einfach nur, nachdem ich den Fakt gesagt habe, ja oder nein sagen. Eine Aufgabe des Piloten ist es, den Flugplan zu erstellen anhand von Flugkarten. Nein. Den Flugplan erstellen anhand Absprache mit dem Flugdienstberater. Nein. Der Pilot steht in engem Kontakt mit einem Wetteranalysten. Nee. Eine weitere Aufgabe des Piloten ist es, die Checkliste durchzugehen vor dem Start. Er muss die Passagierliste prüfen. Auch richtig. Er ist auch die letzte Instanz, die die Flugzeugbetankung überwacht. Und er gibt während des Flugs den Landeplan an den Tower durch. Der Co-Pilot, ja. Lass mich raten, da war einiges falsch. Da waren ein paar Sachen. Wobei, ich habe das nie gemacht, ich weiß auch nur, was mir Google sagt. Das erste, den Flugplan erstellen anhand von Flugkarten und Absprache mit dem Flugdienstberatern, stand tatsächlich als erste Aufgabe da. Da hat sie Nein gesagt. Der Rest ist eigentlich so, nur das erste hat mich verunsichert, dass sie da Nein gesagt hat. Mit Wetteranalysten hat sie auch Nein gesagt, Checkliste durchgehen hat sie auch gesagt, das stimmt, Passagierliste prüfen, ja, Betankung. Also ein paar Punkte haben für mich nicht gestimmt, ohne das gegoogelt zu haben, weil ich hatte tatsächlich eine Weile lang in meinem Bekanntenkreis einen Pilot von den größeren Fluggesellschaften und ich habe einiges gehört. Sie hat es aber mit Selbstbewusstsein gesagt. Sie hat nicht Nein, sondern Ja. Eine letzte Frage für Leila. Ein Bestandteil dieser Pilotenausbildung ist die Kalkulation, wie viel Gewicht ist auf dem Flugzeug, was das alles wiegt. Kannst du uns ein Beispiel nennen von irgendetwas, wo der Gewicht sich ändert während dem Flug? Also, was sich generell ändert, ist einfach die Tankfüllung. Wir verbrauchen ja Tank, wenn wir fliegen. Das heißt, das ist Gewicht, was wir verlieren. Genau, und für vieles gibt es auch einfach Checklisten. Also, das ist zwar schwierig im Großen und Ganzen, klar, aber wir haben so viele Checklisten. Wenn wir irgendwas mal nicht wissen, wenn wir Probleme haben, es gibt immer jemanden, den wir fragen können. Immer Checklisten. Also, nur weil wir was vergessen, wird kein Unfall gebaut oder so. Also... Okay, richtig oder falsch? Ein Flugzeug ist vor dem Start immer randvoll getankt. Nee, das ist falsch. Ich fand die beiden zu stark im Vergleich zu ihr, obwohl sie es auch gut gemacht hat. Also sie hat es ja nicht schlecht gemacht, sie hat es ja auch gut gemacht. Ich finde, sie sind ungefähr gleich, rechts und links. Unsere Mitte hebt sich ein bisschen ab. Links hat ja auch verkackt bei den Fragen. Ja, so ein bisschen. Ne? Da so, war ja auch hier mit, was hast du gesagt, irgendwie A17 oder was? Ja, A7 oder so. Oder irgendwie, dass es das Wetterding da ist, was ich mir ausgedacht habe. Das heißt, bei beiden war so ein bisschen... lückenhaft. Aber also es kann beide ja, raus, Mitte ist es. Das will ich damit nicht sagen. Das ist, liegt in deiner Hand. Also ich finde, Mitte ist sehr confident, sehr selbstsicher, steht auch die ganze Zeit so 1A da, wie ist mir egal, ich bin's. Eine Frage für die zwei Damen wieder. Alpha. Delta. Gehen wir A, B, C durch. A, B, C, D. Ich bin A, du bist B, deine Nachbarin ist dann C. Alpha. Beta. Charlie. Könnt ihr ein bisschen näher zusammenstehen? Das hat gestimmt, weil zufälligerweise kenne ich diese ABC-Alphabet-Code. Alpha, Beta, Charlie stimmt. Delta. Echo. Foxtrot. Golf. Hotel. Stimmt. Golf, je nach Region, Indigo oder India, Hotel.
Wo war das? H, A, B, C, D, E, F, G, E. J, Juliet. Juliet, K. Claudius. Kilo. Kana, Kilo. Lima ist L, M. Es war nicht Klaus, Klaus ist Deutsch. Deutsch erfunden. Das ist übrigens Känguru. Man kann es googeln. K ist international Känguru. Weil im Notfall, die sagen nicht K, J, B, D, C, klingt gleich. Das ist G. Die sagen dann Alpha, Charlie. Er spricht nicht nur 37 Ländersprachen, sondern auch flugzeugisch oder so. Ein K, auch flugzeugisch, ja. NATO-Alphabet, genau. Okay, K. Lima. Lima. Weiter? Mike. November. November. Oscar. Das ist eine ganz andere Sprache. Ich hab keinen Papa. Oscar, Papa, LMNOP. Quebec. Quebec. LMNOPQ. Romeo. LMNOPQ. Romeo. Romeo für R. S. Sierra. Sierra. LMNOPQS. Tango. Tango. Nochmal in den Kopf rechnen. Uniform. Uniform. Uniform, genau. LMNOPQS. Letzte vier. Uniform. Ein bisschen. V. Victor. Victor. Genau. W. Whiskey. Whiskey. Yankee. Ah, X-Ray. X-Ray. Also X ist X-Ray. Das ist Yankee. 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 Und Zulu. Und Zulu. Das hat gestimmt. Also ich bin nicht für ihn raus. Ich bin für eine von den Damen jetzt raus. Eine von den Damen? Wenn du sagst, eine von denen? Also, ja. Ja, also eigentlich schon jetzt hat er mich überzeugt, aber von den zwei Frauen finde ich Mitte stärker gewesen als rechts. Jetzt ist irgendwie mein Guess, dass sie Flugbegleiterin ist oder Stewardess oder dort gearbeitet hat und links der Pilot ist, was jenseits von meiner Vorstellung vor 5 Minuten war. Doch, aber es ist ein guter Call. Ich würde auch sagen, also rechts muss erstmal raus. Hast du echt gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Schwer. Die sind beide ziemlich überzeugend. Okay, wir haben jetzt Tim und Nasa, richtig? Du heißt Tim und du heißt Nasa. Shazad. Okay, Tim, kannst du bitte Shazad kurz ein Mikrofon geben? Ein paar Beispiele von Freight, von etwas, was man transportieren würde im Flugzeug, wo das Gewicht während dem Flug sich ändert, wäre zum Beispiel ein Container. Ein Cage voller fliegende Insekten, Bienen, Vögel oder zu viel dicht gepackte Tiere, wo die außen zu kalt sind und nicht mehr leben, Ende des Flugs, oder innen, wo es zu warm wird. Es gibt auch Fälle, wo Maintenance Crew, die alles abchecken muss und kontrollieren muss zwischen die Flüge, Menschen von Flugzeug entfernen müssen, die das leider nicht geschafft haben, weil die nicht im Flugzeug saßen, sondern außen und haben sich an die Räder, sind hochgeklettert, wenn keiner geguckt hat. Warum? Erstens, warum würde sowas passieren? Und warum schaffen die das nicht, zu überleben von irgendwo nach Europa zum Beispiel? Also ich verstehe gar nicht, wie sowas zustande kommen soll. Hab ich noch nie gehört. Hat Tim vielleicht eine Idee, warum sowas passieren sollte? Also ich selber habe das noch nie erlebt und auch noch nie davon gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel in einem Kriegsgebiet passieren könnte, in einem Krisengebiet wie Ukraine oder Palästina, dass wenn jetzt zum Beispiel ein wichtiges Flugzeug abhebt, also um halt da wegzufliegen, dass dann die Leute panisch über den Flughafen stürmen, weil das ja generell Ausnahmezustände da sind und sich dann versuchen, an das Flugzeug zu klammern. Also eher würde ich sagen, dass sie sich eher unten an den Rädern festklammern. Genau, das stimmt schon, das stimmt, aber ich habe damals davon gehört, vor 22, 23 Jahren, da waren damals andere Krisengebiete weltweit. Und warum würde ein Mensch, der hochklettert,
um die Hoffnung, irgendwo in Europa zu landen, nicht mehr am Leben sein, wenn das Flugzeug landet. Mal ganz zu schweigen davon, dass da oben ein enormer Druck, Unterdruck herrscht, ist es auch erstens kaum Sauerstoff da und extrem kalt. Und die Geschwindigkeit ist auch super schnell. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie jemand mit mehreren tausend km/h sich daran festhalten kann. Ganz zu schweigen davon, dass es Minusgrade da oben sind und kaum Sauerstoff ist. Das stimmt. Die Menschen, die landen dann gefroren. Ihr habt doch bestimmt irgendwas, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, dann lerne ich ja bestimmt irgendwas, was der Otto-Normal-Bürger nicht weiß. Egal in welchem Bereich. Nenn mal irgendeinen crazy Fakt, was wir nicht wissen können. Was man in der Pilotenausbildung lernt. Achtung aber, erzähl ein bisschen was dazu. Und egal welches Thema du aussuchst, du erzählst dann weiter dazu. Sehr, sehr schwierig, weil die Ausbildung an sich, man hat 14 Fächer, das ist sehr physiklastig. Man hat zwar ein Fach, da geht es um dieses Humane in der Luft, aber das weiß man, glaube ich, dass man auf Kohlensäure zum Beispiel verzichten sollte oder das mit dem Ohr, das mit dem, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber mit der Flüssigkeit, dass man halt so Kaugummi kauen sollte, dass es halt so ein bisschen den Druck rausnimmt, aber ich glaube, das sind so Sachen, die man weiß. Wie viele Fächer? 14? 14. Was sind die Fächer? VFA, IFA, Masse-Schwerpunkt, Aerodynamik, Luftrecht, Stopp, Spektrologie. Lass ihn weitermachen. Einfach weitere 5. Physik, Mathematik, Englisch. Ja, Luftrecht wurde schon gesagt, Aerodynamik ist gesagt, Meteorologie, generell Rechtskunde allgemein, Anthroposophie, ist ja generell ja individuell, weil man das ja an verschiedenen Schulen machen kann. Okay, ich sag jetzt nochmal die wirklich, also VFA, IFA, Luftrecht, Wetterkunde, Masse-Schwerpunkt, Flugzeugplanung, wie viel bin ich, Aerodynamik, allgemeine Navigation, Funknavigation, Instrumentenkunde, Flugzeugbau, Physik und so weiter hat man nicht. Ja, ist halt sehr physiklastig, ne? Weshalb auch also vorhin gesagt wurde, warum man Englisch sprechen sollte. Meinst du, dass die Fächer, die er gerade angesprochen hat, dass es die nicht gibt, oder wie? Ja, gibt's nicht. Also nicht alles, ne? Aber man macht jetzt in der Pilotenausbildung kein Mathe und kein Physik. Okay, können wir ihm kurz das Mikro geben? Was sagst du dazu? Also direkt hat man keinen Physikunterricht, aber man muss sehr viel Physik lernen, was auch darin inbegriffen ist, bei der Aerodynamik. Aber ist es jetzt ein Fach oder nicht? Nee, ist kein Fach, aber man lernt sehr viel Physik. Aber es ging doch gerade um Fächer. Nee, aber man schreibt Prüfungen in Physik. Okay, aber wir haben doch gerade gesagt, zähl alle Fächer auf, die ihr habt. Und dann hast du jetzt Physik. Ja, ist ja sehr physiklastig alles. Also man hat viele Sachen, muss man in Physik lernen. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob es physiklastig ist oder ob es ein Fach ist. Ja, habe ich mich falsch ausgedrückt, aber es gibt viele Prüfungen, die sich nur um Physik drehen. Sie sagt ja, das stimmt nicht so, er rechtfertigt das jetzt so und so. Aber sie spielen sich ja wahrscheinlich dann auch gegenseitig so ein bisschen aus. Das Ding ist, wenn ich mir gerade wirklich beide vorstellen müsste, als Piloten stelle ich mir sie einfach deutlich, deutlich besser drin vor als okay, ihn. Ich knack das jetzt. Eine Frage an euch beide. Es sind nur zwei Kandidaten. Weil ich habe damals meinen Pilotbekannten gefragt und ich weiß die Antwort. Ich bin jetzt der Pilot. Ich fliege ein Flugzeug und zwar ein kommerzieller, das sind Passagiere. Wir machen jetzt Takeoff. All the cabin crew, they're in position. All the seats are upright. All the trays are up, all the baggage is stowed underneath the seats. I do this. Schub. Ja, das sind zwei Teile meiner Frage. A, was mache ich? Was mache ich genau? Und zweitens, was folgt? Was mache ich als nächstes? Die Triebwerke einfahren. Also, während du noch auf der Startbahn bist, meinst du? Ja, we're past Taxi. Mhm. Where we've got the green light ready to go from the tower. That means doors are locked, baggage, people, everything's on board. Nothing's in front of us. I want to go into the air. I'm doing this. What am I doing and what comes next? Schub. Und dann bist du zur Geschwindigkeit kommst und dann ziehst du, damit du in die Luft gehst. Also dann hebst du ab. Meinst du, was als nächstes mit dem Hebel passiert oder allgemein den Schub? Ach so, Schub stimmt, Schub stimmt. Und dann, was ist? Es gibt einen Knopf auf der linken Seite, der es quasi so hält. Also du musst die Hand quasi trotzdem haben, weil Startabbruch könnte passieren, damit du halt den Schub wieder rausnehmen kannst. Und was sagt Tim? Was sagt Tim? Ja, also natürlich erstmal starten, mit dem Schub muss man auch gucken, dass man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, damit man auch starten kann. Ansonsten muss man den Start abbrechen, wenn man nicht bis zur Hälfte der Piste abgehoben ist. Und dann, ja, den Schub und ziehen und, wie gesagt, die Klappen einziehen. Zu wen tendierst du denn jetzt erstmal? Mein Bauchgefühl ist immer noch rechts. Aber es ist wirklich so, es ist so ein 47-53-Ding, so irgendwie, was die ganze Zeit hin und her pendelt. Weil ich finde, beide machen es gut und werden immer besser gegen Ende. Ich bin jetzt 70-30. Ich war fast 50-50, aber jetzt bin ich 70-50.
für Sie, für Shahzad. Also Ryan sagt rechts. Chris? Ich würde mich auch rechts anschließen. Die Mehrheit sagt ja schon, rechts ist es. Ich würde mitgehen und auch sagen... Auch rechts? Ja. Rechts sagt die Wahrheit und links lügt uns an. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung, oder? Ja. Let's go. Dann interessiert mich jetzt echt, was die anderen so beruflich machen alle. Also ich bin gerade nicht 90, ich bin 17. Ich komme auch gar nicht aus Hamburg, ich wohne in Münster. Ich bin eigentlich nur Segelflieger und ja genau. 17, ich bin fast doppelt so alt wie er. Türkische Airlines, ja auf jeden Fall. Aber stimmt wirklich, ne? Spaß. War alles frei erfunden. Ich habe mich spontan hier getroffen. Ich bin 19. Nee, ich bin 20, Spaß. Ich bin 20, ich mache eine Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung und Klima. Ja, ich habe auch kein Kind, sonst war alles gelogen. Also, genau, ich bin nicht 22, ich bin 17. Und wir sind alle so jung. Genau, ich habe gar keine Ahnung von Flugzeugen. Ich war noch nie in einem Cockpit drin und ich war heute nicht eingeplant, sondern ich bin mit meinem Freund hier. Und es hat jemand gefehlt und dann bin ich spontan eingesprungen. Aber dafür echt gut gemacht, muss man sagen, ne? Also dafür, dafür richtig gut gemacht. Du warst geplant. Okay, und sie spontan eingesprungen. Ja, wirklich sehr, sehr stark, sehr stark. Erst Respekt, dass du eingesprungen bist und so gut gemacht hast, krass. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich war mega nervös, aber es hat Spaß gemacht. Nee, hast du echt gut gemacht. Ich werde in 3 Wochen sehen wir ihn wieder. In 3 Wochen sehen wir ihn bei Serienkiller oder so. Also bei mir war fast alles frei erfunden. Was wirklich stimmt, ich mache eine Ausbildung zum privaten Piloten. Zum was? Ansonsten eine private Pilotenausbildung mache ich. Ultraleichtlizenz erwerbe ich. Also so Propellermaschinen, einfache. Ach so, so zum Selbstfliegen und so. Genau, ja, also okay. Selber Flieger zum privaten Zweck. Also mein Ziel ist es auch irgendwann mal wirklich Berufspilot zu werden, aber das ist noch ein langer Weg. Aber ansonsten war eigentlich alles frei erfunden. Boah, aber dafür hat er das echt gut gemacht. Sehr stark gemacht, sagen, ne? Also im Vergleich zu der Profiboxer-Folge war das auf jeden Fall deutlich stärker, ja. Weißt du schon, bei welcher Folge du als nächstes mitmachst? Das ist ein Geheimnis. Du bist die echte Pilotin. Einfach eine Pilotin. Ja, krass. Crazy. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ist genauso wie Babytauben. Gibt's nicht. Aber sie war auch echt, echt selbstsicher und so, ne? Also. Und jetzt Immobilien. Was machst du da? Immobilien und Finanzwirtschaft bin ich jetzt. Also wir gründen quasi Startup-Unternehmen deutschlandweit. Sind da im Immobiliensektor tätig und ja, super. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, ich heiße Nick mit .99, aber mit Doppel-I. Und auf TikTok heiße ich Jim Nick mit Doppel-K. Ich grüße erstmal Hilda, Faruk und Hasem und Santa. Ich grüße meinen Kollegen, der Vater auf der anderen Seite der Straße gegrillt hat. Ja, sonst grüße an Wunsdorf. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Hauptkandidatin sein durfte bei dem Format. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, jede Folge angeschaut. Cool hier zu sein und vielen Dank. Ich hatte gar nichts vorbereitet. Also ich heiße auf Insta Lena JNSE und ich würde gerne meine Mama und meinen kleinen Bruder Liam grüßen. Also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, Viva la Westside. Folgt mir auf Instagram, Viva la Westside, MA4, Marfugger. Ansonsten, Grüße gehen raus an Finn. Ich danke ihm vielmals für die frische Hose, die er mir geliehen hat. Und ja, Grüße gehen raus an Witten. Stark. Ja, checkt die unbedingt alle bitte aus. Dankt euch fürs Mitmachen. Dankt euch, Jungs. Wir lagen richtig. Wichtige Jury.
sehr gut auch vorbereitet, finde ich sehr, sehr stark von dir. Dankeschön. Du nimmst deinen Job ernst, weißt du? Absolut. Und seitdem du einen Anzug trägst, nehme ich dich sogar noch ernster als schon vorher. Mhm. Geil. Check die bitte auch aus. Das ist auch wundervoll aus alles, heute. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.